Sagen wir mal so, die erste Pokalrunde, die lief schon mal besser. Und zwar deutlich besser. Ja, ganz kurz zu den Fakten. Wir haben am Montag um 18 Uhr in Koblenz gespielt. Wir beide waren sogar da. Ja, und waren jetzt nicht so begeistert, oder? Nee, also das war nur ein Fünftligist und man gewinnt nur 1:0, auch am Ende geführt mit ein bisschen Ach und Krach und Glück, dass es eine rote Karte gab. Aber letztendlich richtig, richtig souverän, wie es gegen Fünftligisten sein sollte, sieht anders aus. Also wir haben auf jeden Fall ein anderes Spiel erwartet. Wer unsere Vorschau geguckt hat, weiß, dass ich habe 6-0 getippt, du hast 7-0 getippt gegen Fünftligisten. Vielleicht hätte man es nicht ganz so hoch tippen sollen, aber wir haben schon auf jeden Fall mit einem eindeutigeren Ergebnis gerechnet. Auf jeden Fall mit einer Differenz von mehr als vielleicht 2, 3 Toren. Ja, am Ende war es nicht so. Und auch der Auftritt war jetzt nicht so prickelnd. Da ist jetzt keiner wirklich rausgestochen mit einer guten Leistung. Und das gegen Fünftligisten zu schaffen, das ist schon schwer, würde ich sagen. Ja, ist schon schwer. Was man natürlich nicht vergessen darf, letztendlich, das hört sich jetzt so drastisch an, aber trotzdem, ich glaube, das Spiel darf man nicht überbewerten, man darf es aber auch nicht unterbewerten. Letztendlich ist es ein Pokalspiel. Koblenz hatte schon ihre Ligaspiele, Wolfsburg ist so in die Saison reingestartet. Und letztendlich richtig was zugelassen hat man ja trotzdem nicht. Also man hatte Also, ein, zwei gute Chancen ja. hatte man selber. Ich glaube, drei stehen bei SofaScore drin, drei Großchancen. Koblenz hatte keine Großchance so an sich. Einmal waren sie gefährlich nah am Tor, schießen über das Tor drüber. Aber ja. Genau, also am Ende natürlich hochverdient gewonnen. Ich glaube, an die 80% Ballbesitz gehabt. Wir waren die überlegene Mannschaft. Das ist krass, dass man das sagen muss bei einem Erstligisten gegen den Fünftligisten, aber. Wir waren die überlegendere Mannschaft. Überlegenere Mannschaft. Ja, Nicht überlegt haben wir nicht. Das einzige Problem war so ein bisschen die letzte Idee nach vorne. So der vorletzte, letzte Pass. Das hat nicht gefunkt. Irgendwie, ja, also nach vorne wirklich unkreativ sein Vater, kann man schon fast sagen, oder? Ja, und das ist so verwunderlich, weil gegen Brentford das Testspiel, das sah eigentlich stellenweise gut aus, offensiv, also es sah nach guten Ideen aus. Und gegen Koblenz hat man irgendwie Schwierigkeiten gehabt, weil sie so tief drin standen und man das nicht gewohnt war. Ja, aber es sah einfach unkreativ aus stellenweise. Und zu Beginn, also die ersten 20 Minuten, was ich da gesehen habe, war das auch technisch ungenau, was gespielt wurde. Also auch gerade Baku mit, zumindest haben wir es so empfunden, sehr vielen Fehlpässen in dem Spiel. Ja, aber auch an der Stelle vielleicht auch nochmal ganz kurz, dann auch ein Kompliment an Koblenz, denn wenn man nur mit 1:0 gegen den Bundesligisten, verliert, auch selber ein, zwei Chancen kreiert. Die standen defensiv sehr kompakt, sehr gut da drin. Das darf eigentlich kein Hindernis sein für uns, aber sie haben es gut gemacht. Also da auch nochmal Kompliment an Koblenz. Ja, und am Ende, ja, wie du meintest, also überbewerten darf man es nicht, unterbewerten aber auch nicht. Jetzt weiß ich nicht. Es ist jetzt sehr, sehr, sehr schwierig, wie man damit umzugehen hat. Also Hasenhüttl war offensichtlich nicht zufrieden. Vielleicht haben wir das auch nochmal gebraucht vor der Saison, vor dem schwierigen Bundesliga-Start. Das geht gegen Bayern. Dann geht es, glaube ich, am 4. gegen Leverkusen, am 5. gegen Stuttgart. Auf jeden Fall kommen die relativ bald. Das wird ein schwieriger Saisonstart und vielleicht haben wir auch gerade das gebraucht, um uns wieder so ein bisschen einzunorden, um vielleicht klarzukommen. Arnold wird dann hoffentlich wieder fit sein. Wind wird auf einer besseren Fitness noch sein. Ich habe trotzdem noch Hoffnung, dass es besser wird. Ich habe auch Hoffnung, dass es besser wird. Letztendlich, das hatten wir auch im Gespräch nach dem Spiel noch, wenn du 6-mal 1:0 im Pokal gewinnst, dann hast du den auch am Ende gewonnen. Ja. Und da fragt dann auch keiner mehr, wie es war. Und ich sag mir auch, lieber auf 7 Spiele die Tore verteilt, als in einem Spiel alle Tore schießen. Deswegen ein gutes Pferd schreckt nur aus, so wie es muss. Ich bin auch noch zuversichtlich. Gegen Bayern, das wird ein komplett anderes Spiel. Ich glaube auch, da wird Wolfsburg besser spielen. Ja, weil es sich Aber mehr ja. Lücken ergeben, weil wir da dann wahrscheinlich die
solche Mannschaften können wir meistens dann Basketball spielen. Haben wir letzte Saison zum Beispiel gegen Leipzig gesehen, wenn sich diese Lücken ergeben, weil die andere Mannschaft auch mitspielt und mehr nach vorne macht. Diese Lücken, die bespielen wir dann gut. Ja, jetzt gegen Koblenz gab es eben wenig von diesen Lücken, aber deswegen ja, wird es gegen Bayern auf jeden Fall ein anderes Spiel, aber natürlich auch ein ganz anderer Gegner. Deswegen müssen wir da mal gespannt bleiben. Aber wie gesagt, also im Pokal geht es ums Weiterkommen, das haben wir geschafft. Da freuen wir uns drüber, haben uns natürlich ein anderes Spiel gewünscht, aber ja, sind weitergekommen. Ein Sieg ist ein Sieg. Sieg ist Sieg, 2 Euro ins Phrasenschwein. Nehmen wir mit und jetzt gehen wir hoffentlich besser dann in die Bundesliga-Saison. Da bleiben wir natürlich auch gespannt drauf. Dazu wird es natürlich auch wieder eine Vorschau geben von uns. Und falls ihr die nicht verpassen wollt, dann lasst dem Kanal doch gerne ein Abo da. Dann verpasst ihr das Video nicht, natürlich kostenlos. Und dieses Video gerne liken und kommentieren. Das hilft uns und dem Algorithmus und wir werden eher vorgeschlagen und ja, wachsen weiter mit euch. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und dann würde ich sagen, haben wir das Spiel abgehakt. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Gut Kick und bis zum nächsten Mal.